Wir kommen zum 200 Abonnenten Special Ankündigungsvideo. Yeah! Endlich haben wir 200 Abonnenten erreicht. Hätte ja nie gedacht, dass ich das mit dem Kanal so lange mache, dass ich so viele Abonnenten, also mittlerweile ja bald ein Jahr, ne? Einen Monat ungefähr noch, denn existiert der Kanal fast ein Jahr. Und es ist echt unglaublich. Es werden ständig mehr, also schneller vor allen Dingen, in kürzerer Zeit immer mehr Abonnenten. Also man sieht, der Kanal wird bekannter. Ja, und dafür möchte ich mich ganz, ganz doll bei euch bedanken für Kommentare und Bewertungen, Kritiken und alle andere Unterstützung, die ihr mir gebt. Und natürlich könnt ihr mir auch weiterhin alles Mögliche fragen, was Spiele und andere Sachen angeht. Wenn ihr Fragen habt, werde ich mich so doll ich kann bemühen, euch da Antworten zu geben. Ja, und als kleines Dankeschön, sag ich mal, möchte ich mit euch eine weitere Runde Americans Army 3 spielen. Das haben sich ja einige nochmal gewünscht, das zu spielen. Ich weiß, Arma 2 auch, aber das ist immer so eine Sache wegen kostenpflichtiges Spiel und so. Und Arma 3 ist ja dann auch nicht so, sag ich mal, finde ich auch nicht so toll. Jedenfalls, so, das Ganze am 23.11.2011 stattfinden. Das ist übernächste Woche Mittwoch. Und zwar um 20 Uhr ist dann Treffen auf dem Americans Army 3 Server. Wer möchte, kann auch gerne Teamspeak kommen. Ist natürlich kein Zwang. Wäre natürlich super. Kann man sich ein bisschen unterhalten. Und vielleicht fürs Teamplay wäre es natürlich auch interessant. Aber wer das nicht möchte, der muss auch nicht. Ja, Adresse, Teamspeak-Adresse, Adresse für den Server und sowas steht dann alles wie beim letzten Mal unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr dann auch, wo ihr Americans Army 3 bekommt, denn das ist ja kostenlos. Könnt ihr bei Steam kostenlos runterladen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wer noch ein paar andere Hintergrundinformationen über Americans Army 3 haben möchte, also ein bisschen natürlich was erklärt haben, wie Sachen da funktionieren und sowas, der kann sich das Ankündigungsvideo zum 100 Abonnenten Special anschauen. Das werde ich in diesem Video auch hier verlinken, denn da habe ich so, ich weiß nicht mehr, ich glaube ab der 6. Minute oder sowas, habe ich da nämlich in-game einiges gezeigt, wie da sowas funktioniert. Also wer da nochmal ein bisschen sich informieren möchte, kann das gerne tun. Ja, letztes Mal hatten ja einige von euch Probleme, überhaupt auf den Server raufzukommen. Das lag zu einem daran, dass Punkbuster an war und ihr da einige Probleme mit hattet und euch Punkbuster nicht raufgelassen habt. Das wird diesmal nicht der Fall sein, denn Punkbuster ist aus. Ich hoffe, ihr fangt da nicht das Cheaten an. aber das macht nur Probleme bei dem Spiel hier, darum wird das ausgestellt. Des Weiteren gab es Probleme, dass ihr den Server gar nicht gefunden habt. Das lag hier an den Hornor-Filter-Einstellungen. Also, wie gesagt, das sind diese Hornor-Server hier, mit dieser Medaille davor. Wenn man hier auf Filter-Server geht, dann gibt es hier die Einstellung Hornor-Brewing. Und wenn ich das auf Yes stelle, zeigt er nur die Hornor-Server an. Ich muss auf No stellen, genauso wie PB Security, Punkbuster Security. Am besten auf All, dann zeigt er euch alle Server an, ob mit Punkbuster geschützt oder nicht. So. Dauert das hier im Moment? Ja, genau. Wenn man das jetzt schon sortiert, seht ihr, da sind jetzt schon Server ohne Hornor. So wie der Americans Army 3 Abonnenten Special Server dann auch sein wird. Okay, das nochmal zur kleinen Erklärung. Ich will hier wieder raus. Ah, okay. Ja, so. Möchte wieder das schicke Bild haben. Ja.
Da gibt es im Grunde auch nicht mehr viel zu sagen. Nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und dass ihr meine Videos guckt. Als nächstes, die nächsten Projekte werden dann noch sein, halt erstmal Operation Flashpoint, Cold War Crisis zu Ende, dann Resistance, Red Hammer, die Add-ons. Da gibt es dann noch Armored Assault und das Add-on Queen's Gambit. Das kann man dann auch noch spielen. Das wird auf jeden Fall alles noch kommen. Dann noch ein bisschen Soundtracks werde ich noch hochladen. Und ja, dann kommt einfach noch Arma 3. Und wenn ich bis dahin schon durch bin mit allem, fällt mir sicherlich noch irgendwas ein. Es werden jetzt auch noch mal ein paar Command & Conquer Videos kommen. Ja, Command & Conquer. Alarmstufe Rot 1. Habe ich mit dem Demon aufgenommen. Das sind so kleine ja, Multiplayer-Schlachten dann für euch, könnt ihr euch angucken. Wenn da mal ein Interesse hat oder so mitzuspielen oder so, könnt ihr ruhig Bescheid sagen. Ja, sonst gibt es erstmal nichts weiter zu sagen. Den sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann am 23.11. Das ist der Mittwoch, übernächste Woche um 20 Uhr in Americans Army 3. Ich hoffe, es kommen viele Leute. Das wäre super cool. Auf jeden Fall. Platz ist genug auf dem Server. Und dann an dieser Stelle sage ich mal Tschüss, bis später.